Herzlich willkommen an diesem Freitagabend, wo man eigentlich nichts Besseres zu tun hat, als Jesus zu feiern. Das zu feiern, was er in unserem Leben bewirkt hat. Und er ist derjenige, den wir heute feiern wollen, weil er nicht im Grab geblieben ist. Er ist nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden. Und das, was er dadurch in unserem Leben bewirkt hat, das wollen wir heute feiern. Und weil er in uns Wunder bewirkt, wollen wir uns die Augen dafür öffnen, für die Wunder, die er in unserem alltäglichen Leben tut. Und das wollen wir mit Liedern machen, wir wollen es mit Bildern machen, mit Worten. Einfach Jesus lieben, ihn anbeten für das, was er getan hat. Ich bin so froh, dass du mit dabei bist. Gott segne dich in allem, was du tust, in allem, was du denkst, in allem, was du betest. Sei einfach, geh davon aus, dass Gott es gut mit dir meint, dass Jesus sich danach sehnt, mit dir Gemeinschaft zu haben und dass er einfach in deiner Nähe sein will. Sei gesegnet in dem.
Unser Gott, der Wunder tut.
Und dafür gehen wir einmal an Anfang der Geschichte. Und zwar, wo die Menschen schon sehr früh gemerkt haben, dass die wählen konnten zwischen dem, was vorher bestimmt war, und das, was ja, ihr eigenes war, ihre eigenen Gedanken. Und die haben schon früh gemerkt, dass sie gut darin sind, das zu tun, wofür sie gerade nicht bestimmt sind. Und die Bestimmung war es, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, die da waren. Aber schnell wurde das eigene größer, das eigene Wohl wurde an erste Stelle gestellt. Und so entstand eine Lücke zwischen Gott und den Menschen. Die Menschen haben damals gegen Gott rebelliert und wurden so schuldig vor Gott. In 1. Johannes 17 lesen wir: Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Das war die Lösung, die Gott hatte. Die Lösung war Jesus, der sein Leben gegeben hat, damit wir diese Gemeinschaft haben können, damit es wiederhergestellt wird. Er hat alles, was wir irgendwie in uns haben, was wir dafür getan haben, dass wir nicht mit Gott zusammen sind, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Er hat den ganzen Hass, er hat deine Angst, deine Panik, die Lust, die du hast, die Sünde und auch den Tod auf sich genommen. Das war der einzige Weg für unsere Rettung. Und genau weil diese Rechnung schon bezahlt ist, hat Gott dir vergeben. Wenn du das in deinem Herzen annehmen kannst, dann wirst du frei. Dann ist das alles nicht umsonst passiert. Vergeben und vergessen. Der Einzige, der uns vielleicht noch daran erinnert, ist der Gegenspieler von Gott. Er erinnert uns immer wieder daran, obwohl es schon vergeben ist. Aber Achtung, jetzt Spoiler, Jesus hat gesiegt. Er hat diese Macht von dem Bösen, von der Schuld, von allem auf sich genommen. Er hat bezahlt und die Schuld ist komplett ausgelöscht. Das ist ein Gruß von einer viel heileren Welt und so wie Gott es damals geplant hatte. Es ist eine Annäherung an dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Und wenn du daran glaubst, dann kann Gott dich erlösen. Das Wunder der Erlösung. Aber wovon erlösen? Von deiner Schuld, die du vor Gott getan hast, wo du gegen ihn rebelliert hast. Aber wie kann das passieren? Ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Das ist, jemand musste einen Gegenwert leisten. Jesus ist für uns gestorben. Er hat mit seinem Blut unsere Schuld weggewaschen. Er hat uns gereinigt. Das Wunder ist, dass wir frei sind durch Jesus, durch das, was Jesus getan hat. Obwohl er unschuldig war, hat er das auf sich genommen. Alles, was uns eigentlich belastet. Und dadurch hat der Teufel, der Widersacher, der hat keine Macht mehr. Gott zeigt sich dadurch mit seiner außergewöhnlichen Liebe ganz persönlich für dich. In Epheser 1, Vers 7 steht: In ihm haben wir die Erlösung durch dein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade,
Warum ist das ein Wunder? Wir haben vorhin in dem Video gesehen, dass schon, also wie Wunder definiert sind, wie einzelne Menschen diese Wunder sehen. Und es ist ein Wunder, weil du es nicht selber vollbringen kannst. Gott hilft und er zeigt dadurch seine Liebe zu uns, dass wir ihm nicht egal sind. Es ist auf jeden Fall etwas Übernatürliches. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr haben wir durch das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen vom toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Reinigung. Wie geschieht das? Wo geschieht es? Das kann in unserem Herzen passieren. Und zwar dann, wenn wir diese Vergebung annehmen. Wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren von dem, was uns schadet, hin zu dem, was Gott ursprünglich für uns gedacht hat. Manchmal ist auch die Reinigung des Gewissens nötig, weil das Gewissen uns anklagt und sagt, ja, deine Taten, das, was du getan hast, das hat Konsequenzen. Und das kommt nochmal alles wieder hoch. Und dann die ganzen Emotionen, die du hattest, alles, was du
damals empfunden hast, was du irgendwie in dir hast, in dir mitträgst, das kommt alles nochmal hoch. Genau in diesem Moment brauchen wir die Erneuerung. Wir brauchen eine Reinigung der Gedanken durch Jesus. Jesus hat meistens andere Gedanken als wir. Und Jesus, er kann diese Tiefenreinigung in dir persönlich bewirken. Und dadurch kann Heilung geschehen. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unser Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus, der damals kein Leid, keine Krankheit kannte an seinem Körper, musste es aber irgendwie überwinden, die ganze Krankheit, musste den Schmerz besiegen. Und dafür musste er ihn vorher durchleiden, damit er das durchbrechen kann. Er hat jede zerstörerische Krankheit auf sich genommen. Und durch seine Wunden, die ihm zugefügt wurden, sind wir geheilt. Es hat eigentlich uns gegolten. Eigentlich hätten wir den Preis dafür bezahlen müssen. Und das zeigt wieder, dass wir es aus eigener Kraft nicht können. Das zeigt wieder, dass es ein Wunder ist, weil wir aus unseren eigenen Anstrengungen nicht heil werden können, die Heilung nicht erfahren können. Denn Gott bewirkt es in uns. Und oft ist es überraschend, was für eine Liebe des Retters. Wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe
von Anfang an, dass wir nicht eingesperrt sind, dass wir die Freiheit haben. Und er hat dem Menschen schon von Anfang an die Wahl gelassen, sich zu entscheiden. Und weil der Mensch sich immer wieder gegen diese Freiheit entschieden hat, gegen die Wege von Gott, deshalb musste Gott Jesus senden. Er musste seinen Sohn schicken, damit wir befreit werden. Und das zeigt wieder ein Wunder, dass er uns in dieser übernatürlichen Weise bei sich haben will. Er hat alles weggenommen, damit die Barriere, die zwischen uns steht, damit die nicht mehr da ist, damit wir frei zu ihm kommen können. Und wenn dein Herz sich für Jesus entscheidet, dann bestimmt Jesus und Gott dein Leben. Denn dein Leben, es wird nicht von dem bestimmt, wie du früher mal warst, was du getan hast, sondern von dem, was für dich getan wurde. Er will nicht, dass du irgendwie in dieser Opferrolle aufgehst, dass du sagst, mein Leben ist so schlecht, ich habe das und das, ist passiert, sondern er will, dass du das Größere siehst, das, was dahinter steckt, das Wunder der Befreiung, dass Jesus jeden Fluch, jede Sünde und alle Konsequenzen davon auf sich genommen hat. Jesus will, dass wir ihm dienen, die Flüche von unserem Leben, die Schmerzen, den Zorn, das Recht auf Rache, dass wir es abgeben, dass wir unsere Opferrolle abgeben. Denn er hat es schon für uns getan. Er hat den Fluch schon getragen. Und er starb dafür, dass der ganzen Schuld die Macht genommen wird. Das ist das Wunder der Befreiung. Und dadurch können wir das Wunder erleben, dass wir versöhnt mit ihm sind. Er nahm nicht nur die Sünden an das Kreuz, sondern auch die Strafe davon, die Auswirkung, das heißt der Tod. Dieser unschuldige Mensch, der gleichzeitig ganz Mensch und ganz Gott war, musste für uns sterben, damit wir es nicht mehr müssen. Und Gott urteilt nur einmal für eine Sünde. Das heißt, Jesus hat es für uns auf sich genommen, die ganzen Sünden. Und durch ihn, da können wir versöhnt werden mit Gott. Es wurde einmal dafür bezahlt und das reicht. Jesus hat meinen Platz eingenommen am Kreuz. Und das zeigt, wie sehr er uns liebt. Es fand ein göttlicher Austausch statt. Jesus nahm die Strafe, die wir verdient hatten. Und das ist eine Hoffnung, die wir haben können. In dieser Versöhnung, das Wunder der Versöhnung. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen.
Mir ist vergeben, der König selbst.
Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das steht in Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Weil Jesus alle Spuren des Todes beseitigt hat, kann er neues Leben einpflanzen. Alles, was stört, was dem Wachstum hindert, hat er weggetan. Das ist das Wunder der Wiedergeburt. Durch das Wunder des Kreuzes lebt das Herz von Jesus in uns. Sein Geist ist in uns. Der Geist von Jesus, er wird von dem Moment an, von dem wir uns dafür entschieden haben, wird er uns führen. Er hilft uns, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. So zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und so zu sprechen und zu glauben, so wie Jesus es getan hat. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und Gott, er sieht uns durch Jesus vollkommen. Ist das nicht wunderbar? Das Wunder der Wiedergeburt. Yeah.
ist es für dich irgendwas Ungewöhnliches, jetzt in dieser stillen Zeit, in dieser Passionswoche, in so einer bedenklichen Zeit, das Kreuz steht im Vordergrund, aber wir wollen nicht dort stehen bleiben. Die Freude über das Ereignis, was in 3 Tagen passiert, es ist viel größer. Denn wir wissen, dass er uns die Erlösung bringt oder uns schon gebracht hat. Und das Kreuz, das ist nicht nur ein Symbol. Es zeigt nicht nur irgendwie, dass wir, wenn wir es um den Hals tragen, dass wir Christ sind, sondern es ist so viel mehr als eine Tradition. Hast du schon mal was Schweres tragen müssen? Ein Einkauf, Steine zum Pflastern oder sowas in der Art. Wie froh ist man doch, wenn man diese Last dann irgendwann ablegen kann. Was ist es, was du persönlich schon lange mit dir rumträgst? Du kannst es ablegen, vor das Kreuz. Denn Jesus hat vor 2000 Jahren das schon vollbracht. Er hat dir diese Last abgenommen. Du musst es annehmen, abgeben und es ergreifen, was Jesus für dich getan hat. Für dich persönlich. Du kannst alles vor dem Kreuz ablegen. Vor Jesus. Du kannst es ihm sagen. Er kann dir helfen. Aber bleib nicht vor diesem Kreuz stehen. Denn Jesus ist zwar gestorben, aber er ist auferstanden. Und das ist es, was uns frei macht. Wenn du vielleicht gar nicht verstehst, was wir hier heute gesagt haben, du hast mit dem Glauben vielleicht noch nicht viel zu tun, du stehst am Anfang, du weißt noch nicht recht, was das alles bedeuten soll. Du kannst uns anschreiben. Und ich gebe dir jetzt auch die Möglichkeit, dass du das Gebet, was ich jetzt spreche, nachsprechen kannst. Du kannst mit Gott reden, ihm das sagen, was dich bedrückt. Du kannst sagen, Gott, ich kenne dich zwar nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich besser kennenlernen. Das, was du vor 2000 Jahren für mich gemacht hast, das nehme ich heute an. Ich lege meine Last vor dem Kreuz ab. Ich will sie nicht mehr mit mir rumschleppen. Und ich danke dir dafür, dass du mir schon vergeben hast. Dass ich durch dich das annehmen kann, diese Hilfe erwarten kann. Danke, dass du da bist. Amen. Und danke, dass du da warst.